willkommen zurück zu einer neuen schwitzreichen Folge Killer Clowns mit einem Mann, dessen große Clownsschuhe eigentlich nur aus Schweiß bestehen. Kreis. Ich habe ein Pferd geschält gestern und dabei ist Sekret aus diesem Pferd rausgekommen, welches ich nicht genau weiß, was es ist. War aber sowas ähnliches wie Zuckerwatte. Das habe ich mir dann in den Schuh gebunden. Das habe ich mir dann, ja, ich habe erstmal gewartet, bis es ein bisschen abgeledert ist. So 3 Wochen liegen lassen, ne, bis es dann so ledrig wird. Also ich habe hier schon mal eine Maschine gefunden. Die Portalmaschine ist beim Karussell. I can say, Karussell hat Portal. Bei Normalkarussell, nicht Ketten... Normalkarussell mit die lustige Tiere. Ey, sind 7 Leute, ich habe noch nicht einen gesehen. Naja, nicht. Ah, hier bei mir... Die 2. Ja, das ist die Schwitzlobby. Die werfen mit Steinen bei mir. Könnt ihr euch. Na, ich kann noch nicht teleportieren. Ich kann mich noch nicht teleportieren und ich kann noch nichts. Ich bin auch ziemlich langsam. Ah, nee, den muss ich gar nicht hinterherrennen. Die sind alle bei dem Karussell. Ihr müsstet jetzt ja schon teleportieren können. Beim Karussell sind die. More Cocoon! Mal 2 Cocoons. Hier vor mir schleicht jemand. Bei mir ist auch wieder jemand hier. Mit Knarre. Ich mache aber Squishy Dance. Hab ihn. Ist er? Muss? Nee, hä? Was? Oder er hat sich direkt freigeschnitten? Nee, hat er nicht. Ich glaube, da hat 1 Millimeter gefehlt. Komm! Gibt's doch nicht. Da hinten ist auch was los. Na, da ist der Checkpoint Charlie. Ist noch an ihm dran? Ja, ist hier in der Hütte. Kommt nicht raus. Achtung, er macht die Tür auf. Na, Alter, Marlene Dietrich. Der zieht uns. Ich will gar nicht wissen, was die anderen in der Zeit alles machen. Naja. Die haben den Bunker an. Glaube ich. Sind schon raus. Echt? Nee, aber. Ja, sind beim Bunker. Ich habe jemanden betäubt. Ich spinne den Bunker direkt mal ein bisschen zu. Bunker ist wieder erstmal weg. Man muss hier echt diese Hütten auch, also diese Türen muss man zerlegen. Die sind, glaube ich, unten beim Boot. Ich kann nicht portieren gerade. Wo ist das Boot? Hast du es jemand gesehen? Nee. Die sind unten beim Boot. Hat jemand das Boot gesehen? Nee, weil ich eben so ein rotes Symbol bekommen habe, dass irgendjemand das verkackt hat, aber ich weiß ja nicht, wo das unten ist. Ich habe mal in die Richtung gemacht, aber es kann ja auch an der anderen Seite des Strandes sein. Hier ist das Boot ganz außen beim Leuchtturm. Ich habe jemanden geclowntalityed. Boot, check ich mal ab. Ist auf jeden Fall Kisten geöffnet. Die waren auf jeden Fall schon mal unten am Boot. Ist direkt noch jemand vor mir. Da ist wieder Marlene oder so. Dann gleich wieder teleportieren. Läuft müssen so aufpassen. 20, die will wahrscheinlich auch den einen da retten. Boah, wie schnell. Ist noch hinter ihr her? Ich hab jemanden getroffen, gebonkt. Ich komme. Ah, daneben. Die sind an der Maschine. An welcher Maschine? An der Teleportmaschine. Alle 4, 5, da wo ich stehe. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin tot, ich bin sowas von... Nee, wow. Setz deine Superfähigkeit ein. Konnte ich nicht mehr, die hatte ich schon eingesetzt. Aber das sind so viele... Achtung, der macht den Teleport ready. Ihr müsst an den Typen, der Teleport ist ready. Ich
Der durfte nicht mehr mit, ey. Der Arme ist auch noch verkrüppelt. Aber er hat was zu essen dabei. Energy hat er direkt gesoffen. Boah, haben die auf mich eingestochen, die ganze Bande. Das war richtig unschön. Ich brauche noch 10 Sekunden. Alter, wie das aussieht, wenn du den Clownswagen fährst. Kannst du auch aussteigen aus dem Wagen? Ja, aber bringt ja nichts. Ist halt die Frage, wo sind die anderen, ne? Einer noch. Geil! Hast du ihn? Ich kann hupen. Nee, ich kann hupen. Ich höre hier... Achso, ich dachte, es wäre dein Wagen. Hier ist ein Motorrad an. Ah, er liegt da hinten. Findest du ihn? Nee, ich bin gar nicht da. Haben eben gerade liegen sehen. Bei unserem Mate wahrscheinlich. Haben die sich Mexican Standoff oder anscheinend, was? Anscheinend, ja. Oh, er hat ihn gekillt. Ich hab noch schnell gehuckt. Das war aber auch eine super schnelle Clowns-Runde, ne? Ja, aber gut, wir sind drei sind abgehauen, die anderen haben wir geschlechtert. Aber Marlene hat ganz schön gedietricht, ne? Marlene hat ihren Dietrich ganz schön. Das war eine. Guck mal, wie wenig Punkte auch. Das war eine sauschnelle Clowns-Runde. Aber hier, Opa-Stall hat. Alte Opa-Stall. Der alte Seniorenstall? Er hat einen Stall voll Opas, ey. Ich hab ja einen Stall voll Senioren. Es ist geiler, wenn Leute drin bleiben, weil dann jeder eine reelle Chance hat auf Clown werden, so, ne? Ja, klar, wenn du so eine Wenn du immer rausgehst und rein, wirst du meistens gefüllt und weil die Lobbys zuerst mit Clowns gefüllt werden. Ja, dann bist du raus aus dem Rennen der Clowns. Ja. Dann ist es vorbei mit Clownerei, wie man so schön sagt. Oh, das wären richtig böse Clowns. Das sind nämlich die drei Schwitzer. Das sind die, die entkommen sind. Das sind alles, wir spielen die ganze Zeit ja, auf aber die ganze Zeit ja, schon ja, drin. Aber die sind richtig sweaty. Das sind die, die immer so undercover, ich versteck ein Ei, einen Toaster-Move machen. Ja, aber der andere war auch voll der Schwitzer und der ist im Menschenteam. Wir müssen uns halt jetzt schnell finden und United-mäßig drauf. Ich bin unten am Strand gespawnt. Bin irgendwo im Wald. Ich bin bei der alten Fischerhütte. Energy, nice. Alter, ich höre schon Schüsse. Was zum... Ich habe einen Kompass. Ich habe Benzin. Und ich habe eine ich habe ein Boot ready. Und ich glaube, ich weiß, wo es ist durch den Kompass. Ich hab Benzin und eine Sicherung, ne? Ich bin unten am Boot. Das ist doch bestimmt ganz rechts. Boot ist auch frei. Ja, ist ganz hinten rechts sozusagen. Aber ein Clown kommt. Ja, da bin ich. Zieh den Clown weg, dann kann ich das Boot tanken. Warum rennt die zu mir? Versuch den Clown vom Boot wegzuziehen, ich tanke. Ja, geht ja nicht, Oh. Beide Clowns, alle Clowns, überall Clowns. Verprügelt ihn! Cool. Ist nee. Getankt. Nö, er finisht mich. Musste ich mich opfern. Ah, es tut mir echt leid. Was? Wie einer noch dasteht und uns prügeln will. Ja, so läuft's halt, ne? Ab und zu bist du halt gesegnet und ab und zu nicht. Ich hatte jetzt halt nur Pech, dass er halt direkt genau hinter mir hergerannt ist. Ja. Und dass die Tussi ihn zu mir gezogen hat. Das war natürlich extrem dämlich. Keine Ahnung, warum sie dich da in den Tod ziehen wollte. Was macht der hier? Zuckerwatte weg?
Minispiele. Ah, nur ein Doppelballon. Fast Trippelballon gehabt. Ich hatte schon lange keinen Trippelballon mehr. Putz. Braucht jemand Energy? Ich hab auch Energy bekommen. Ja, der eine ist ein Burger. Der hat Energy. Yep. Ich will noch einen haben. Keine Ahnung. BTF, er hat eine Energy bei mir im Inventar. Da war eine Spark in der Hand. Was war das denn eben gerade? Ich habe ihm genau, als er die Spark aufgehoben hat, den Energy gegeben. Da ist vielleicht ein bisschen was in der Tasche verrutscht. Und wenn ich jetzt meine Hose greife und jemand steckt eine Fleischwurst in die Tasche. Ist bei dir in der Hose oft was verrutscht? Nee, die Tauben halten alles fest. Die Taubenkadaver halten alles fest. Ich habe eine Keycard. Wenn er mal stehen bleibt. Mal hier, Keycard, dreh dich um. Er guckt sie an und denkt sich so, nö, brauch ich nicht. Vielleicht hat er was anderes vor. Obwohl, Boot ist weg. Deswegen. Oh, er will dich wiederbeleben, glaube ich. Oh, zwei Clowns. Bei der Resurrection, oder was? Ja, er wollte den Resurrection-Move machen. Er hätte jetzt die Keycard brauchen können. Der Sohn. Ah, nee, den haben sie. Denkt er sich, Kacke, bin ich dumm. Warum habe ich die nicht mitgenommen? Ja. Obwohl, Benzin ist noch nicht drin, ne? Das ist halt ein Puzzleteil mehr in Richtung Lösung, ne? Muss man halt immer fairer... Oh, da ist eine Keycard drin. Ah, die Spark schon mal weggeworfen. Hat der andere... Oh, ich gebe ihm mal ein Energy. Das braucht er jetzt. Ich habe ihm auch eingegeben. Ah, boah, da haben wir einen Schlag in den Nacken bekommen. Ja, der hatte echt nicht mehr viel. Ah, ey, dieses dämliche Simon Says Spiel, ne? Ich hasse das, ja. Der Motor läuft, oder? Vom Ding. Nein. Jetzt brauchen wir nur noch Benzin. Wäre voll witzig, wenn ich ihm jetzt Benzin geben könnte. Karte geben. Ich hab auch nur Energy Drinks, ne? Ich hab nur Bälle. Glaubst du, er weiß, wo Benzin ist? Wie so eine Vision, der Mann, ne? Ich weiß nicht, aber er sprintet die ganze Zeit. Das ist nicht so cool. Ja, er weiß es. Also hier hab ich gestern da mein Benzin gelutscht, was? hab ich dem Nachbarn aus dem Tank gekaut. Jetzt muss er aber nochmal gegen Peppy kämpfen. Der Peppi weiß nicht, wie man den Hund los wird, offensichtlich. Los, prügel Peppi weg! Wie kann er denn das nicht wissen? Er hat doch den Kleinen, oder? Ist nicht der? Nee, ist nicht der Kleine. Jetzt stich ihn ab! Stich Peppi schnell! Oh, das sind alle. Ja, die sind alle abgesprochen, ne? Das ist das Masterclass-Team, ne? Die ja, das ist Masterclass. Im Clowns Fist 83. Auf dem Fist College. Auf dem Clown Fist College. Ja, die Jungs wissen, wie man ordentlich fistet. Er hat den Butterschmalz nicht umsonst im Gepäckträger. Klar, und dann machst du ja die ersten drei Semester sind ja anonym. Die ersten drei Semester Dark Moon. Im Dunkeltal. Darfst du mit Schminke auch kommen, ne? Die Dunkeltaler Clownfister. Die Dunkeltaler. Stell dir mal vor, du bist auf einem Clowns-College, darfst dann nur im Kostüm und irgendwann sieht man sich abgeschminkt. Weißt du, nach 4 Jahren? Wow, ja. So siehst du aus? Wow. Lass die Schminke lieber dran. Das war auch eine schnelle Runde, die haben hart gekillt, aber schlecht, steht da. Ja, die waren gierig. Die waren sehr gierig nach Killsaft. Ja, guck mal, selbst die Clowns hatten nur teilweise 5.000 Punkte, ne? Ja. Also... Ab und zu weiß man es nicht, ne? Ich hatte ja auch jetzt so in 2, 3 Folgen davor
was bei mir aus, dass ich da rausgegangen bin und musste draufzahlen. Spritkosten und sowas. Ja. Harvestgebühr. Musst du auch für das unsichtbare Auto, das scheint sie nicht. Was wie schwer ist es, unsichtbares Benzin zu bekommen. Und dann auch immer das Loch zu finden zum Tannen. Ja, eben. Oh nein, Fees hier. Clown. Fee, Raggedy Red, die sind alle, das ist die ganz gleiche Lobby. Warum gehen die nicht mehr? Die bleiben für immer, ne? Das ist so eine Forever-Lobby. Ja, aber gut, aber so nicht schlecht, so, ne? Wenn man mal eine Gang vorproduzieren ist lässig. Aber alles Playstation-Spieler. So eine Playstation hast Leute, die uns kennen? Weiß ich nicht. Für die 30 Aufrufe glaube ich nicht, dass... Für die 30 Aufrufe. Ne, Killer Clown guckt keiner, oder? Wenige, aber... aber ist ja sonst nichts da, ne, was man hat. Ja, und halt die coolen gucken's halt, ne. Ich habe hier Benzin gefunden. Ich habe eine Axt. Oh, Treffpunkt. Treffpunkt. Ich hab keinen Treffpunkt, warum nicht? Hast du das angezeigt bekommen? Nee. Treffpunkt Johnny? Ich schwöre, wenn der jetzt hier hochrennt, ne? Kommt der andere auch noch? Ich höre welche. Mädel mit dem Schlüssel habe ich hier. Oh, hier hinten ist die Brücke und sie hat einen Schlüssel. Wir sind bei der Brücke. Alter, der hat mich nicht gesehen. Nice. Der hat mich nicht gesehen. Wir machen die Brücke ready. Ich weiß nicht, wo die ist. Da, wo so abgebrannte Hütten sind. Yes. Boah. Überall so abgebrannte Hütten? Bei dieser Krake. Diesem... Ah, ja, das sagt mir weißt was. Weißt du was? Die Krake, ja. Da hinten dran ist so ein Stück Park, aber wir sind jetzt auch wieder zu dritt. Ich weiß nicht, ob einer geht. I don't know. Natürlich nicht. Ab und zu gehen Leute auch, weil sie noch mehr Punkte grinden wollen. Nee, einer ist weg. Hier stehen alle rum. Komm zur Krake, wenn du es noch schaffst. Ich bin quasi am anderen Ende. Ah, kommt aber ein Clown. Wir müssen gehen. Aber nicht schnell, den geht langsam. Ja, wir gehen langsam. Wie viele seid ihr denn? Wir sind raus. Zwei. Der Clown war auch noch auf der Brücke. Ja, mies. Ist zusammengebrochen? Ja, ist zusammengebrochen. Schade. Warum bricht die denn dann zusammen, obwohl ihr zu zweit Ja, weil der Clown noch draufgegangen ist. Ich glaube, der zählt auch. Weil die ist dann eben ganz schnell eingebrochen. Wir haben die ganze Zeit geduckt. Uns bewegt. Oh, du bist beim Boot und hast eine Axt. Guck mal, ob ich dir tolle Sachen erspielen kann. Schönen kleinen Cabanossi oder sowas. Alter. Schönen kleinen Zündi, wenn nicht schlecht. That's what I call a ticket to freedom. Angeblich sollen die Sachen immer relativ nah an dem Ding sein. If I can find that missing part, I can fix this thing. Oh, ich hab Simon Seth. Simon, was willst du? Simon will grün, grün, gelb, lila. Simon war ein bisschen komisch. Er war ein komischer Mann. Roch wie alte Ledercouch. Du kennst noch dieses Axe-Leder-Deo? Leder ja, ja. Und Schokolade oder sowas? Oh, zwei Clowns. Oh, und lock die hier hin, du Idiot, ey. Ja. Bester Mate. Ich brauch mal Benzin. Haben sie ihn erwischt, ey? Nee. Weißt du, man hat den Sparkplug und rennt natürlich dann wie ein Volltrottel.
Oh, er ist unsterblich. Ja. Alter, ne. Meine Fresse. Oh, und sie finishen auch gleich. Warum? Warum renne ich, wenn ich von zwei Clowns verfolgt werde und den Sparkplug habe, anstatt irgendwo hinzurennen und mich zu verstecken? Nein, ich renne genau da zum Boot. Ups. In welcher Hoffnung? In der Hoffnung, dass man ganz schnell die Sicherung reinsteckt oder was und dann abhauen kann. Ist doch Quatsch. Ups. Ja, dumm. Er hatte den ganzen Strandplatz und rennt auch noch vorbei am Boot und rennt dann... Er hätte einfach weiterrennen können. Er hätte mich niemand gesehen. Jetzt wird er sich wahrscheinlich das Boot holen. Ja, der ist doch tot. Der andere hier hat eine Sicherung. Ja gut, aber das ist ja nicht der Idiot. Der weiß nicht, dass das Boot ready ist, oder? Der denkt, er kann mit der Karte abhauen. Ja, aber da kommt sie schon mit Hund und Buff. Jagen sie mit Hunden, ey. Alter, und sogar mit so einem kleinen Gobby. Irgendwie witzig, dass sie einfach so Ballonhunde haben, ne? Ja. Ich finde das toll. Da ist die Wiederbelebungsmaschine. Vielleicht darf wo er ja. Bei True Talent? Er bietet oder an. Wo? Ja, bei True Talent. Der Clown sagt, beleb ruhig deine Freunde wieder. Ich glaube, der... Was machen die denn da jetzt? Er macht einfach gar nichts mehr. Das ist nicht True Talent, aber... Nee, das ist nicht True Talent. Ja, ich sag bei True Talent, ja, bei True Talent. Ich denk mir, hä? Ach so, ja, ich hab ja das wert True Talent. Ich hab nicht gesehen, dass das Auge unten ist beim Noxus-Henker. Was war das denn eben gerade? Noxus-Henker steht da rum... Der Clown starrt ihn an. Beide küssen sich und streicheln sich. Ganz weird. Gute Freunde. Mit Medkit. Alter, den Burger ins Gesicht geworfen. Hast du gesehen? Ey, das ist Disrespect. Ne, ich bin gerade bei True Talent wieder, weil da... Wird hart verfolgt auch. Der hat ihm richtiges Fleischbrötchen ins Gesicht geschleudert. Was macht True Talent denn da? Weiß nicht. Er hat sich ein Messer besorgt. Also das macht man dann. Man springt rein und hoppelt rum und lockt sie ein bisschen hin und her. Und ja, damit einer halt den Graben fertig machen kann. Aber du hättest mir meine Points weggenommen. Meine Points. Oh, der hat eine aggressive Pfanne. Oh, True Talent hat Talent. Ja, sag ich ja. Macht's richtig. Und der andere verfolgt immer noch den anderen. Ja. Bunker ist wieder komplett zugekleistert. Ich frage mich halt, ist es am besten, dann die Klasse zu nehmen, die super viel Ausdauer hat? Weil ich habe mich jetzt auch nicht so viel stärker gefühlt mit dem Prügler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, irgendwie nicht. Ja, du hast bei dem Prügler aber den Vorteil, dass der halt in einer Sekunde den harten Schlag aufgeladen hat. Den Stun. Das ist sein Vorteil. Ja, den musst du auch erstmal hinkriegen. Viel mehr Schaden. Ja, ja, natürlich. Du musst mit allen erstmal treffen. Alter, Doppelmesser? Da geht was. Noxus weiß Bescheid und springt rein. Ja, der weiß, holt sich dann noch ein Limo. Dodge und Dödel. Dödel und Dodge. Ja. Aber guck mal, wenn du so einen Sprinter hast und hier in der Karte kannst du eh gut dodgen wegen den ganzen kleinen Hütten, dann... Oh, der ist jetzt gebufft. Nicht gut. Uff, Alter, das war salziges. Das war salzig. Aber sie... Na, sie, nee. Dachte schon, sie plant jetzt hier... Glaubst du, True Talent überlebt's? Ich weiß nicht. Ich habe True Talent jetzt nochmal schön hier einen Sprinter gegeben. Hier. Mal schöne Sprinter-Cola. Was hat sie jetzt genommen? Eis, weil sie angeschossen ist. Okay, die braucht Heal. Guck mal, er lässt sogar einen Slot frei, dass man ihm was zusprintern kann. Ja.
Aber ich habe wieder fucking Simon Says, Oh man, that was good. Oh, er hat. Oh ne, ne. Hart angeschossen. Das salzige brennende Popcorn wieder im Nacken. Boah, aber Alter, alle mit einem. Oh, ich hab hier noch ein Eis. Er hat noch ein Eis in der Hand. Aber, ja, aber. Nee. Ah, Kuyamara wieder. Da konnte das Kuyamara nicht mehr helfen. Ab und zu hilft es gegen Milzbrand und schwere Stichwunden, aber hier halt nicht. Gegen Milzbrand und schwere Stichwunden. Kuyamara Split. Hat sich dann später zu Eis entwickelt, weil die Medikamentenverordnung gesagt hat, Mana. Ist zu gut für den freien Markt. Ist zu gut. Hat sich später zu Eis entwickelt. Ja, ne, so wie Kokain halt Drogen. Aber trotzdem haben die Clowns gar nicht so viele Points, ne? Wenn du dann so andere Runden siehst, wo die Menschen 18.000 Punkte haben. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss! Ding dong.